Moin Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von meiner Pack to Glory und ja, heute mit meinem 1 von 5 95 plus Shapeshifter Pick. 23 Tokens habe ich dafür ausgegeben, unter anderem den machen wir, machen noch einen anderen Pick auf, wir machen noch einen SBC Vorderpack auf, von daher ordentlich Content. Ich habe das Ganze, wie gesagt, schon gestern geöffnet im Stream. Ihr seht es aber jetzt natürlich wie immer in der Live-Form. Und trotzdem habe ich auch noch die 5 Siege erspielt. Hier von diesem Cup. Das kann ich euch sehr empfehlen, dass ihr das auf jeden Fall spielt. Und den können wir jetzt gleich noch öffnen. Erstmal allerdings, ohne zu spoilern, ganz viel Spaß mit den Packs. Rein da, 23 Tokens. Ich habe schon 15 abgegeben. Hier sind die letzten 8. Einen habe ich gerade noch. Vielleicht öffnen wir gleich auch noch ein 82 Plus, das weiß ich noch nicht, auch noch fürs Video. Wir machen, dadurch, dass ich jetzt schon sehr viele geöffnet habe auf, in dem anderen Video für meine Zuschauer, machen wir jetzt wieder Stat Reveal. Ich würde am liebsten Abedi Pelé haben oder Hazard oder Marcelo, die kann ich wahrscheinlich mit am besten einbauen. Abedi wäre ultra, ultra geil. Deswegen machen wir einen Stat Reveal. Abedi im 1860 Jogginganzug. Wir gucken mal. Auf der 1 war eigentlich immer Mario Gomez. Das müsste eigentlich wieder Mario Gomez sein im ersten. Schauen wir mal. 95 verteidigen, 93 Physis. Wie gesagt, es ist immer auf dem ersten Slot Mario Gomez. 91 Schuss. Okay, Mario Gomez. Den haben wir schon. Das, wie gesagt, ist leider immer derselbe. Dann gehen wir mal zum zweiten. Ab jetzt wird es erst richtig spannend. Da war meistens Atal drin, aber auch nicht immer. Wir gucken mal. 83 Physis, 99 Ausdauer. Oh, das ist schon mal ein Angreifer. Interessant. Bitte auf jeden Fall einen, den ich nicht habe. 97 Dribbling. Die Dribbling-Stats sehen insane aus. 95 Passen. 93 Schuss. Madison. Grealish, den habe ich auch schon. 84 Schuss. 99 Tempo. Spinazzola. 3 von 3 doppelt. Okay, eSports. Okay. Nummer 4. 93 Schuss ist, glaube ich, auch keiner B. Und 99 Pace. Ist das vielleicht ein Hero? Sané. Kann ich leider nur sehr schwierig verlinken. Ich habe einen Davis zumindest. Ich habe auch keinen Kimmich oder so. Aber okay, ist zumindest bisher der Einzige, den wir nehmen können. 95 Schuss sieht auch gut aus. Komm, das muss jetzt ein Kracher sein. Und 97 Tempo. Die Natale. Irgendein Kracher. Wer bist du? Oh, ey, Sharabi, den hat... Oh mein Gott, guckt euch das mal an. Ja, wen nehmen wir denn da wohl, EA Sports? Wen nehmen wir denn da wohl? Ich meine, okay, ich habe eine Menge Upgrade-Picks gemacht, deswegen habe ich halt schon viele, aber das ist trotzdem, finde ich, mal wieder ein sehr schlechter Pick. Ich bleibe dabei. Klar, wir haben R9 gezogen, logisch, will mich nicht beschweren insgesamt, aber die letzte Zeit haben wir so viele Upgrade-Picks und Packs gemacht und da kam halt immer die raus, aber diese richtigen Kracher haben wir halt nie gepackt. Wir nehmen natürlich Sané. Der ist okay, den habe ich auch schon gespielt. Kostet halt 270k, da habe ich jetzt keine 23 Tokens. Also, seid mir nicht böse, aber da kann man jetzt mit, bei 23 Tokens nicht so zufrieden sein. Auch so ein Cordoba hätte mir auch schon sehr weitergeholfen. Vielleicht packen wir den ja noch. Dann halt aus dem 5x85 Plus EA. Macht ja nix. Macht ja nix. Ein 86er. Aber die Heroes können dahinter sein, ne? ABDPD, komm her, mein Freund. Wir machen dann natürlich noch einen von den guten Picks, denn damit gebe ich mich noch nicht auf. Das ist, glaube ich, also ich habe alle gemacht, die es hier gibt, von diesen 1 von 3, 1 von 5 ist ja, glaube ich, Tots oder Shapeshifter. Leider kann man da nichts aus Team 4 ziehen. Zweiter Teil ist auch fertig. Ich habe einen David Silva eben geholt. Ansonsten konnte ich das alles nur mit Karten aus dem Verein machen. Musste also nicht mehr so viel abgeben. Sehr geil. Gucken wir mal, ob wir unseren Luck heute noch retten können. Ich bin ein bisschen gebrochen. Der Pick war schon wirklich schlecht. Falls ihr das Video gesehen habt gestern Abend, was noch kam zu den ganzen anderen 1 von 5er Picks, da war, glaube ich, meins insgesamt das mit Abstand schlechteste. Das ist schon ein bisschen belastend. Aber wenn wir jetzt Marcelo ziehen, ist alles wieder gut.
sind Davis und ein Jungberg. Okay, ich habe aber jetzt Kratzané gezogen. Dann ist das mit dem Davis, glaube ich, gar nicht mal so bad. Vorher hätte ich gesagt, okay, wie soll ich Davis verlinken? Ich habe einen roten Davis, aber jetzt habe ich Sané. Dadurch passen die dann eigentlich schon ganz gut, auch wenn der Pick natürlich teuer ist. Davis kostet aber auch so 250k. Das finde ich dann schon wieder eine coole Kombi für die Pectolori. Ich sage ja, das hat es meiner Meinung nach dann so ein bisschen wieder gerettet. Okay, und zum Abschluss der ganzen Packs dann noch ein 25x82 Plus. Zumindest ein Shapeshifter, das ist das Ziel, egal wer da rauskommt. Vielleicht irgendwas, was wir verlinken können. Ich werde jetzt einfach vielleicht für euch als Info, ich habe jetzt noch ein paar Tokens übrig, also ich habe jetzt keine mehr, aber es kommen jetzt noch, ich glaube über 20 oder so kommen ja noch. Insgesamt ja 50, damit werde ich jetzt einfach über die nächsten Tage, Wochen noch die ganzen Packs aufmachen. Ich werde wahrscheinlich noch das hier probieren. Wie gesagt, ich finde die Shapeshifter-Karten halt sehr geil. Vielleicht werde ich das noch machen und halt hier hin und wieder mal so 93 plus mal so ein 94 plus zu einer neuen Promo die nächsten Wochen, nur damit ihr da Bescheid wisst. Vielleicht sehen wir dann irgendwas Neues, was ich dann noch direkt spielen kann zur WL. WL seht ihr dann natürlich auch sowieso in der nächsten Folge. Und wir beenden das Ganze mit einem Hummels. Aber sind die Heroes nicht sogar dahinter teilweise? Ja, weiß ich jetzt nicht. Ich habe 3 Karten über 83 gezogen. Junge, was ist denn mit dem Account los, Alter? Das ist ja bodenlos. 3 Karten über 83, komm. Das war's komplett ehrlich. Also es kann eigentlich insgesamt, finde ich, nur besser werden. Und deswegen, ne, holen wir uns das schon mal ab. Also so auch einen Tag danach, für euch ist es ja jetzt gerade erst passiert, aber für mich halt schon einen Tag danach, bin ich immer noch ein bisschen enttäuscht, dass der Pick so schlecht war. Wie gesagt, weil wir hätten da echt eine Menge gebrauchen können. Und ich habe ja auch 15 geöffnet auf meinem Main-Account, beziehungsweise von euch Zuschauern halt, und das habe ich ja euch auch hochgeladen. Das war halt überall deutlich besser. Und ich habe meinen halt dann ganz am Ende gezogen und das war halt dann der Schwächste. Da war ich schon ein bisschen traurig drüber. Aber man kann, wie gesagt, nicht immer reinlacken. Von daher ist es auch in Ordnung. Vielleicht lacken wir jetzt hier rein. Wie gesagt, da können wir jetzt einen Shapeshifter ziehen aus Team 3 oder 4. Wie gesagt, macht das auf jeden Fall. Ist im Golden-Goal-Modus. Das kriegt auch jeder von euch hin die nächsten 10 Tage oder die nächsten 7 Tage, wo das hier drin ist. Gucken wir einfach mal. Auf geht's rein da. Und wir packen kein Hero. Frankreich, ZDM... Okay, das ist Delaney. Ist, glaube ich, auch eher mit der Schwächste. Ist aber halt zumindest ein Neuer. Der hat sowieso schon 5 Sterne Weakfoot, ne? Gucken mal. Kostet halt 90k. Ja, 5 Sterne Weakfoot, 4 Sterne Skills, Linksfuß. Ist halt ein guter Abräumer. So ein bisschen so wie so ein Mini-Kanté wahrscheinlich. Klein, schnell. Wobei, der ist 1,80. So klein ist der gar nicht. Könnte ein guter Abräumer sein, brauche ich glaube ich nicht wirklich, so ehrlich bin ich. Also ich zeige euch dann einmal nochmal ganz fix das Team, das habe ich jetzt noch nicht umgebaut mit Sané und mit Davis, die wir jetzt neu haben. So sieht es jetzt aktuell aus, die Linksverteidigerposition ist noch so ein kleines Problem, wie gesagt Sané und Davis. Könnte ich dann noch einbauen, es gab ja jetzt auch eine neue SBC, die ich vielleicht mache, um mir die LV-Position ein bisschen hilft. Da habe ich halt keine Strong, ich habe halt kaum Portugiesen, ich habe auch Wadi damals nicht gemacht auf dem Account. Also naja, der kommt vielleicht noch rein das war es aber erstmal dann von der heutigen Folge. Wie gesagt, das Team, es stagniert so ein bisschen, bin ich ja ganz ehrlich. Deswegen, bis auf Valverde haben wir da jetzt noch nicht so viel Neues. Da muss auf jeden Fall noch ein bisschen was kommen, werde ich diese Woche auf dem Account keine WL spielen. Aber in der nächsten Woche dann wieder, wenn ich wieder ein paar neue Karten habe, dann lohnt es sich auch wieder für mich. So werde ich jetzt nochmal auf meinem anderen ein wenig zocken, dann nochmal neue Karten testen. Das seht ihr dann natürlich in einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Wenn es euch gefallen hat, lasst das Video gerne einen fetten Daumen nach oben da. Macht's gut, Leute. Haut rein und ciao.